Heute in diesem Video, das Kind haut ab und das mit einem Affenzahn. Zum Glück haben wir eine Drohne mit und wir können ihn finden und das im Feld. Herzlich willkommen, liebe Freunde, und heute ein ganz außergewöhnliches Video. Das ist mal schon 2 Jahre her, aber es hat sich halt nie die Zeit gefunden, das mal zu schneiden und das sinnvoll einzusetzen. Wir haben das eigentlich gedreht, um die Drohne auszuprobieren, die war damals neu. Ja, und dann ist natürlich passiert, was niemals passieren darf, ein Autist, der überhaupt keine Ahnung hat, was Gefahr ist, was eine Straße ist, was Entfernung ist, rennt einfach los. Und zum Glück haben wir die Drohne dabei und die hilft uns relativ schnell, den Tommy wieder einzufangen. Oder? Na, ihr werdet es ja sehen. Ne? Im Prinzip gehen wir aber immer auf Nummer sicher und somit hatten wir ihn immer im Auge und wir haben wir wählen unsere Plätze auch so, dass wirklich viel Spielraum zu irgendwelchen Gefahren oder zu irgendwelchen Straßen besteht. Die Situation war folgende. Wir standen auf so einer Erhebung bei so ein paar Steinen, haben ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Und der Tommy war ca. 50 Meter von uns entfernt und solange er auf so einem Weg war, ne, so ein Trampelpfad oder diese Traktorspurreifen oder von den Feldmaschinen, ne, das sind ja wie so kleine Wege, die einsehbar sind und von uns auch einsehbar waren. Das Problem war, dass der Tommy natürlich dann auch links und rechts in dieses Feld reingestapft ist. Ne. Das hat mir natürlich sehr gefallen, da hat er drinnen gespielt und wir haben dann die Drohne immer so über ihn kreisen lassen, dass wir ihn sozusagen im Blick hatten. Aber, und das ist die Gefahr, von jetzt auf gleich ist er losmarschiert. Erst langsam und dann immer schneller. Ja, und dann mussten wir natürlich agieren. Hinterher mit Drohne und Frau. Ja. Ich kann euch deshalb nur mit auf den Weg geben, ne? Aber ihr habt mit Sicherheit selber eure Erfahrung gemacht und das betrifft nicht nur autistische Kinder, sondern auch ganz normale Kinder, dass man immer Plätze wählt, wo man alles im Überblick hat, wo man das kontrollieren kann, wo man im Notfall eingreifen kann. Weil gerade bei Tommy, wir merken das jeden Tag, er läuft wunderbar mit uns auf dem Fußweg,
immer an der Hand, aber sobald die Hand weg ist, ne, sobald man ihm ein bisschen Spielraum gibt, weil einfach die Freiheit da ist, gibt es Situationen, wo das Kind irgendwas sieht. Tommy hat das Bedürfnis, Dinge einfach irgendwo hinzuwerfen. Ne? Er wedelt ja immer mit so einer Schlange, das kennt ihr aus den Videos. Und die lädt er überall ab. Und meistens über einen Zaun drüber oder über eine Mauer. Das gefällt ihm übelst. Und wenn er sowas für sich entdeckt hat, das kündigt er nicht an, dann rennt er in dieser Situation los. Und da gibt es kein Halten. Da gibt es keine Straße, die ihn stoppt, kein Auto oder sonst irgendwas. Er erkennt die Gefahren nicht. Wir können ihm das auch sagen oder zeigen. Er begreift es einfach nicht. Ne? Das kommt bei ihm nicht an. Und das ist halt die riesengroße Gefahr. Und von daher, passt auf. Passt gut auf. Ihr seid dafür verantwortlich. Und seid euch der Sache bewusst. Und der Tom, bist du auch an der Ostsee angekommen?